Guten Morgen, willkommen in der neuen Handelswoche, liebe Traderinnen und Trader. Es ist Montag, Wochenstart. Ich habe es auf meiner Reise von der World of Trading zurück im Zug ja auch schon gepostet, um was es heute unter anderem auch geht. Sonntag dann die Veröffentlichung vom Blog. Wir sprechen heute über den DAX, den Nikkei und das Währungspaar Euro-US-Dollar. Aber zuvor. Wie immer der wichtige Risikohinweis, den bitte ich alle hier Neuzuschauenden und natürlich auch diejenigen, die das Ganze schon kennt, in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Aber zuvor, wie immer, erst einmal die Einladung für alle, die hier sozusagen live zuschauen. Gerne die ein oder andere Frage direkt rein in die Chats auf Facebook oder GoToWebinar und dann können wir hier über die ein oder andere Wunschsituation auch einmal sprechen und auch noch einmal an dieser Stelle danke für die tolle Zeit auf der Messe. Ich sehe auch, wir haben heute oder ich weiß, wir haben viele neue ähm, ja, Facebook-Freunde in unserer Community bekommen auf GoToWebinar. Das Ganze natürlich auch und allen, die hier jeden Morgen auch live zuschauen. Wir sprechen hier über interessante Chat. Situationen, wo dann jeder entsprechend die Charts auch dazu nutzen kann, seine eigenen Setups zu traden. <laughs> und damit geht es auch gleich weiter. Und nein, Andreas, ich habe im Zug das Wi-Fi nicht lahmgelegt und ich habe auch keine Züge lahmgelegt. Es hat zum Glück alles gut funktioniert und gut funktionieren tun momentan auch die Märkte. Das werden wir gleich auch sehen. Bevor wir das allerdings machen, hier die Nachrichten für heute im Überblick. Wir sehen es. Heute ist eigentlich nach. Technik. Nicht wirklich viel los. Wir haben im Laufe der Woche noch einiges an Nachrichten auf der Uhr, aber heute, wir sehen es, es ist nichts da. Wir haben hier heute um 10 Uhr eine kleine Rede seitens der EZB am Nachmittag um 18 Uhr oder am frühen Abend hier bei uns in Deutschland. Ähm, FOMC-Mitglied Mester spricht. Also, nichts Dramatisches. Lutz, guten Morgen, Matthias, auch dir. Also, heute nicht ganz so viel, aber in der Woche, da kommt einiges zum Laufen. Ich habe das ja am Freitag äh, im Hotel. Auch schon kurz angesprochen, dass ich heute nochmal die Planung hier so durchgehe, dass wir sie auch visuell mit auf der Uhr haben. Das heißt, wir bekommen am Dienstag wichtige Meldungen aus den USA zum Thema Baugenehmigung. Der Baumarkt in den USA ist ja auch genauso wie bei uns in Deutschland ein sehr, sehr wichtiger Markt, weil er halt auch Arbeitsplätze gibt. Also, das ist eine wichtige Quote hier an dieser Stelle. Am Mittwoch gibt es dann den Zinsentscheid der Bank of Japan, also der, der japanischen Notenbank sozusagen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil die Notenbank hat natürlich angekündigt, die Wirtschaft zu stützen und hier kann sie dann sozusagen dieser Ankündigung auch nachkommen. Ne? Und der Zins ist ja dort auch noch deutlich höher als hier bei uns, wenn wir es mal sehen, 4,2 Prozent. Das ist ein bisschen ein kleiner Unterschied zu dem, was wir hier und heute jetzt dann auch haben. Moin Martin. Dann gibt es am Mittwoch Rohölbestände. Da habe ich auch auf der Messe drüber gesprochen, welcher Gradmesser das Öl auch für die Wirtschaft ist. Und jetzt muss man einfach überlegen. Das Setup werden wir auch irgendwann im Laufe des Jahres mal noch besprechen. Ich mache dann wahrscheinlich das, was ich auf der Messe gemacht habe mit dem großen Ausblick ähm, für den letzten, äh, sag ich mal, Schwung in diesem Jahr. Das machen wir im Dezember auch noch, damit wir groß mal einen Grobes Bild machen können, wie es denn zum Jahresstart dann auch weitergehen kann. Das also am Mittwoch. Und dann haben wir das FOMC-Sitzungsprotokoll. Also die Notenbank hat die Zeit wieder am Mittwoch in den USA. Am Donnerstag gibt es dann das EZB-Sitzungsprotokoll. Also da kriegen wir Informationen, wie es hier bei uns in Europa weitergeht. Die Zinsen auf dem Konto sind ja weiterhin ähm, bei Null. Ich bin gespannt, das ist die erste Rede von Frau Lagarde, die erste offizielle, die dann hinten dran kommt. Spannend und sie hat ja auch gesagt, die Zinspolitik soll weiterhin locker bleiben, um die Wirtschaft entsprechend auch zu stützen. 14:30 Uhr gibt es am Donnerstag den filifett herstellungsindex und die Verkäufe bestehender Häuser. Übrigens, ähm, bevor wir hier dann mit den Texten weitergehen, noch eine wichtige Nachricht, aber der Freitag zuerst durch. Wir bekommen das BIP von Deutschland, den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und dann gibt es am Freitag noch eine. Rede von EZB-Präsidentin Lagarde. Und jetzt noch kurz zu den weiteren Nachrichten hier. Eine kleine Nachricht noch am Rande. Auf der Messe hatte ich es auch erwähnt. Ich mache ein paar Tage Urlaub. Von Mittwoch Mittwoch haben wir hier in Sachsen Feiertag. Bis nächste Woche Dienstag bin ich mal ein bisschen zur Entspannung unterwegs. Das Leben besteht halt nicht nur aus Arbeiten. Und mein werter Kollege ähm, und Freund der Martin Girsch, der wird hier für mich übernehmen. Der wird dann ab Mittwoch sozusagen die Handelsideen an gleicher Stelle hier für Sie. Auch präsentieren. Das schon mal als kleine Ankündigung und daraufhin übernehme ich dann wieder ab Mittwoch der kommenden Woche. Ja, gehen wir weg von den Nachrichten, gehen wir hin zu den Charts und als ich heute Morgen auch den PC wieder angemacht habe, es ist einfach sehr, sehr schön, wie gut die Markt. Märkte momentan hier an dieser Stelle auch laufen. Zum Beispiel, schaut euch das mal an, wir haben ja hier auch neue Zuschauer, deswegen will ich hier auch mal ein kleines älteres Setup vorstellen. Wir haben zum Beispiel hier im SP 500 über den Ausbruch aus dieser Seitwärtsrange, über diesen Hochbereich gesprochen. Sehr, sehr schöne Situation. Der Markt ist momentan schön bullisch. da konnten wir hier sehr, sehr schön ein gutes Timing machen, wer sich auch mal das Chance-Risiko-Verhältnis anschaut. Also wirklich hervorragend. Oder die Handelsidee hier im britischen Fundament. Und japanischen Yen. Ich ärgere mich ein kleines bisschen, dass ich nicht traden konnte, aber dafür hatte ich Spaß auf der Messe. Nur wir haben dieses Setup besprochen. Lutz, du bist ja auch hier. Was heißt an dieser Stelle? Wir haben es besprochen. Hier haben wir ein Dreieck. In einer bullischen Situation. Das heißt, wir sind hier in einem Aufwärtstrend verortet gewesen und der Markt hat hier jetzt das gemacht, was wir aus diesen Mustern auch erwarten können. Er hat wichtige Marke rausgenommen, ist ausgebrochen hier. Am Freitag ging es los, da hatte die Reise nach oben angetreten. Der Bruch kam. Heute läuft er auch schön nach oben hier schon über einen wichtigen Punkt drüber hinaus. Das erste Level ist quasi abgefrühstückt. Das nächste, was wir auf der Agenda nach oben haben ist hier das Zwischenhoch, also das aktuelle Hoch dieses Aufwärtstrends hier und wenn der Markt das auch noch erfolgreich mit rausnimmt, dann haben wir gute Karten hier den nächsten Widerstandsbereich zu testen. Das gucken wir uns, sowas gucken wir uns hier jeden Morgen an und ich freue mich immer wirklich, wenn das der ein oder andere wirklich auch schön zum Trading mit nutzen kann. Also wirklich sehr sehr schön und das ist das was den Job so freudig macht, wo ich auch jeden Morgen die Augen aufmache. Das wurde mir auch auf der Messe gesagt, wenn ich hier morgen sitze, ich bin immer total happy. Ich bin manchmal auch ziemlich müde, aber wenn ich morgens die Augen aufmache und ich weiß halt, was auf mich warten kann, und dann sehen wir sowas hier. Das ist doch einfach nur traumhaft. Und das sind die tollen Gelegenheiten. Deswegen liebe ich meinen Job. Gut, machen wir mal weiter mit dem, was wir heute besprechen wollen. Wir wollen ja nicht über mich reden, sondern wir wollen über die Märkte reden. Und wir schauen jetzt erst einmal im Währungsbereich zuerst auf unser Heimatwährungspaar hier, den Euro-US-Dollar. Den gucken wir uns jetzt mal an und zwar nicht im Tageschart, sondern ich möchte jetzt erst einmal hier ein großes Bild in den Wochenchart blicken. Nur mir gefällt das, was wir hier sehen momentan nicht so gut. Das heißt, ich mache einfach mal kurz hier einfach ein neues Chartfenster auf. So, wir brauchen allerdings nicht den Tages und auch nicht den Stundenchart, sondern was ich hier möchte ist, ich möchte den Wochenchart. Ich mache nur mal noch Kurz den Stereo Trader aus, nicht dass ich aus Versehen hier eine Order platziere. Das habe ich auch schon geschafft. Ich kann natürlich jetzt während des Webinars meine Setups hier nicht rein posten. Das heißt, von der Seite her machen wir hier mal die große Analyse. Ich hatte es auf der Messe auch kurz vorgestellt, was für mich hier momentan wichtig ist. Ist folgende Situation. Das ist jetzt mal hier der Wochenchart. Und wenn wir uns den Wochenchart mal anschauen hier, wir haben einen definitiv abwärts gerichteten Markt. Wir sehen es. Wir haben es seit Monaten haben wir wieder abwärtsfallende Hochpunkte, abwärtsfallende Tiefpunkte. Das heißt, das ist sehr sehr schön ein Abwärtstrend. Und was ich jetzt beleuchten möchte, ist einfach mal die aktuelle Situation, was wir hier sehen. Also wir sehen es schön. Den Abwärtstrend, wir hatten die Korrektur und wir haben hier übrigens hier diesen Schub nach unten auch sehr sehr schön besprochen. Hier schön dieses erste Umkehrsignal oben drauf, da war der Widerstand gewesen und wir sehen es hier, sind wir noch mal rangelaufen in diesem Widerstandsbereich und dann schön abgeprallt. Die Woche hier, das war die vorletzte Handelswoche, die hat uns da sehr sehr viel Freude gemacht. Zumindest auch im kurzfristigen Bereich sind da auch Zielbereiche schon angelaufen worden. Und mit Blick auf die vergangene Handelswoche sehen wir jetzt hier so ein kleines Umkehrsignal hier an dieser Stelle. Ich mache da mal kurz einen einen Preisfeil bzw. einen Markierungsfeil dran. Das ist das die Situation, die ich meine hier an dieser Stelle. Das ist das Umkehrsignal. Das kam letzte Woche und wir sind hier nach diesem starken Schub nach unten halt auf Tagesbasis ähm, auch in der weit gelaufenen Bewegung im Abwärtstrend. Aus diesem Grund wird halt irgendwann die Korrektur wahrscheinlich und das ist das. Was wir momentan auch sehen. Und das sehen wir hier sehr, sehr schön im Wochenchart. Deswegen zeige ich es hier mal für die nebenberuflichen Trader. Ist das auch immer, immer interessant. Also auch die, die das Video nachher erst sehen, die können sich das Ganze auch wirklich mal anschauen und schauen, wie wir hier draus laufen können. Das heißt, wir sehen jetzt hier die Umkehr und diese Umkehr gibt uns halt Chancen zur Oberseite hin. Da wäre zum einen erst einmal das Ausbruchslevel hier, als wir hier unten drunter gelaufen sind und der Trend der Woche weiter nach unten gelaufen ist und dann noch ein Stück weit hoch bis maximal natürlich hier oben hin bei 1,11,775, also knapp 1,11,8 hier oben. Dieser Top-Bereich, das wäre hier auf Wochenbasis jetzt auch kein Problem. Ohne diesen Abwärtstrend kaputt zu machen. Also, das Umkehrsignal hatten wir hier auf Wochenbasis letzte Woche bekommen. Und jetzt wird es interessant, was der Tag daraus macht. Und da gucken wir uns das Ganze mal im Tag an. Und da sehen wir, was ich gerade auch schon gesagt habe, hier an dieser Stelle. Schaut es, ich skizziere es mal eben an. Also, das war die Situation. Wir hatten hier einen starken Aufwärtslauf, der hat diesen Abwärtstrend hier den kleinen rausgenommen. Aber. Hier hat sich dann die Situation erarbeitet. Wir haben ein tieferes Hoch bekommen und sind dann hier in einen Abwärtstrend reingelaufen. Und dieser Trend ist halt in eine weite Bewegung reingelaufen. Und jetzt sind wir halt in der Situation, dass wir hier an dieser Stelle in den nächsten oder in Richtung des nächsten Widerstandsbereichs reinlaufen. Ich mache das mal ganz kurz in roter Farbe, weil diese Marke ist jetzt definitiv ein Widerstandsbereich. Und das ist mal hier das Ausbruchslevel um die Marke von 1,10,7,3 hier ran. Da wäre es jetzt wichtig und interessant zu sehen, was kommt denn, ne? weil wir sind ja mittlerweile in die Korrektur reingelaufen, mal über ein Drittel, dieses Abwärtsschub ist mittlerweile korrigiert und jetzt kommt es wirklich drauf an, prallen wir ab, könnten wir durchaus den nächsten Abwärtsschub nach unten bekommen und da ist interessant, was in der Stunde passiert, das gucken wir uns gleich an. Stabilisiert sich der Mark oben drüber, dann haben wir hier auch mit Blick in die untergeordneten Zeiteinheiten halt noch ein paar Anlauflevel. Das gucken wir uns jetzt direkt auch an. Also das heißt, diese Korrektur kann sich ja im Sinne dieses jetzt aktuell blau markierten Abwärtstrends natürlich bis hier hoch ausdehnen. Ob sie es macht, müssen wir sehen, aber die Stunde gibt uns halt einen sehr, sehr schönen Anhaltspunkt hier auch rein. Und wir sehen es halt hier, das war der Bewegungstrend nach unten, also die Kerzen, die wir auf Tagesbasis nach unten haben laufen sehen, haben diesen Trend gemacht. Hier ist der Trend gebrochen worden, also diese wichtige Marke hier unten von den Korrekturs wurde rausgenommen. Dann hat sich ein Aufwärtstrend gebildet und der schlängelt sich jetzt so Stück für Stück nach oben. Und solange wie der intakt bleibt, das heißt aus aktueller Sicht, aus jetziger Sicht, momentan per se um 8.43 Uhr deutscher Zeit, solange wie wir nicht hier drunter laufen, ist dieser Aufwärtstrend okay. Und der hat dann die Chance nach oben zu laufen. Und wenn wir da einfach mal schauen, was wir für Marke haben, hier bezogen auf diesen Abwärtstrend, dann wäre der nächste Anlauf, das nächste Anlauflevel hier die Marke von knapp 1,10,9 bzw. Dann weiterhin nach oben, diese Marke hier ist ein, ein Tageshoch gewesen, aber hier mal bezogen auf diesen Abwärtstrend, der vorher da war hier, das nächste Zwischenhoch bei 1,11,4. Dass die Marker auf der Oberseite für eine Ausdehnung, drehen wir vorher um, dann haben wir natürlich, wenn wir uns diesen Aufwärtstrend mal anschauen, auch einige Marker für die Unterseite. Das heißt hier... Das kleine Tief, das hatten wir schon besprochen, dann hier unten das nächste Korrekturtief bei 1,1014 und dann sehen wir schon wieder am Trendtief und wenn der Markt das rausnimmt, dann setzt sich der Schub auf Wochenbasis auch nach unten weiter fort und dann haben wir, ich klicke einfach nochmal kurz in den Wochenchart, dann haben wir den Weg halt auch nach unten offen und dann können wir hier im Wochenchart auch schauen, wo waren denn Rückhalte, also im Aufwärtsschub hier Marken, Korrekturtiefs im Tagestrend, und die haben wir halt liegen hier unten, grob um die 1,094. Und dann haben wir schon den Bereich des Trendtiefs hier unten wieder. Wenn sich dieser Abwärtstrend fortsetzt, müssen wir ja irgendwo erst einmal auch hier unten ranlaufen. Die Marke von 1,087 hier unten in etwa. Und das ist das, was der Euro-US-Dollar uns jetzt sagt. Und diese Marke sollte man durchaus auch auf der ja, Bank haben. Lütz, das wären 120 Pips im Euro. So läuft's und das ist das was wir hier rausziehen können und das macht auch Spaß. Spaß macht auch nicht nur der S&P 500. Ich bin da immer noch total happy drüber. Die Position habe ich übrigens auch in meinem Portfolio, also die Sachen, die wir hier besprechen, das ist halt meine eigene Handelsvorbereitung. Das trade ich halt häufig auch selbst und wir schauen jetzt auf den DAX, unser Heimatindex, der DAX. Hier haben wir einen im schönen Aufwärtsschub und ich habe es im Blog skizziert. Das habe ich im Zug gemacht, deswegen sind die Skizzen hier jetzt noch nicht drin. Aber ich zeichne es einfach mal an. Also, wenn wir uns mal diesen schönen Aufwärtstrend hier nehmen, ich zeichne den jetzt nicht komplett ähm, nach, aber ich mache das mal kurz in grün hier. So, was ist ja ein Aufwärtstrend? Das ist jetzt ein schön laufender Aufwärtstrend, auch im großen Bilder und wenn wir uns mal sehen, die letzte Bewegung, da sehen wir auch das ganze trendförmig verlaufen. Und was für mich an dieser Stelle jetzt als Händler sehr sehr interessant ist, ist die Tatsache, dass wir, wenn wir es näher ranzoomen, sehen, was ein bisschen besser. Wir haben hier oben so ein bisschen hier an dieser Stelle den Deckel drauf, also hier oben da will der Markt nicht so richtig drüber, das ist so, ich sag mal ganz grob die 13.300-Punkte-Marke. Ne? Also hier, wir haben das hoch hier bei 13.302. Hier haben wir mal ganz kurz drüber gelupft bei 13.307. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das Bild, was ich hier verdeutlichen möchte, das sieht jeder. Und unten haben wir einen Boden hier ganz grob gesehen. Bei der 13.100 und, naja, 34, 35, 31, wie auch immer. Hier unten um die 13.330er-Marke. Das an dieser Stelle. Und das hier ist halt eine hohe Flagge von den Mustern, die ich hier sehr, sehr gerne trade. Und das ist immer sehr, sehr schön zu sehen, weil diese hohen Flaggen, wenn sie das bullische Kursmuster auch bestätigen, weil hohe Flaggen sind ja nichts anderes als eine Korrektur über die Zeit, ja. Wir haben ja auch auf der Messe, haben wir gelernt, ja, es gibt ja drei Richtungen. Der Dirk hat, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er heute zuschaut, aber der Dirk hat uns gesagt, der Markt läuft in drei Richtungen. Der läuft über die Preisachse nach oben, über die Preisachse nach unten oder über die Zeitachse seitwärts, ja? Und viele Märkte verharren häufig auch in seitwärtsphasen und in den Korrekturen, die wir uns jetzt immer mal wieder anschauen, da spielen diese seitwärtsphasen halt auch immer mal wieder eine Rolle und das haben wir halt jetzt und das sagt uns, dass der Markt einfach auf hohem Niveau sozusagen stehen bleibt, korrigiert sozusagen ohne Preisabgabe. Und wir sehen halt hier an dieser Stelle, dass die Kurse, die tieferen Kurse, immer wieder gerne zum Kauf genutzt werden. Und hier das bullische Szenario spielen wir halt ab, sozusagen, wenn wir oben drüber laufen. Das wäre dann die Trendfortsetzung, also sozusagen dieses großen Trends, beziehungsweise auch der Bewegung, die wir hier sehen. Es spielt ja keine Rolle, aber das Setup-Szenario für Long heißt halt, dieser Trend setzt sich fort, sobald wir oben drüber laufen. Und wir haben nach oben hin natürlich auch noch Potenzial. Schaut, wenn wir hier drüber laufen, die 13.200 Punkte Marke, die, sind, die ist sowieso schon weg. Also, das heißt, wir haben uns hier wirklich sehr, sehr schön über diesem Level mittlerweile stabilisiert aus dieser ehemaligen ja, Widerstandszone, ist mittlerweile eher eine Unterstützungszone geworden. Und deswegen hier, ich mache das mal kurz umrandet, dass wir sehen, das war mal Widerstand. Jetzt ist es Unterstützung, aber der Markt hat sich halt noch nicht genau entschieden, ob er drüber läuft oder nicht. Aber wenn er es tut, dann ist der Weg. Bis zum Allzeithoch gar nicht mehr so weit. Das haben wir nämlich hier oben liegen. Und das ist durchaus dann in greifbarer Nähe. Also die Marke von knapp 13.600 Zählern, die könnten wir dann schon relativ fix auch anlaufen. Und das ist das, was daraus kommt, wenn wir tatsächlich hier oben drüber laufen. Dann setzt sich dieses bullische Szenario fort, das Korrekturmuster. Und dann haben wir gute Chancen, quasi hier aus der kleinen Konsolidierung unten raus wieder hier drüber zu laufen. Neues Zwischenhoch zu machen und dann hier Richtung 13.602 Zähler oder 13.600 hier oben das Hoch. Wo haben wir es gehabt? Glaube ich etwas drunter, 13.596 Zähler. Also da oben ist der Deckel drauf gewesen, danach ging es runter und die Chance haben wir definitiv oben reinzulaufen. Übrigens, ich bin auf der Messe auch gefragt worden. Mensch, Herr Seidel. Ist der DAX denn nicht zu weit gelaufen? Der Trend, der ist so teuer. Nee. Kann ich nicht sagen. Warum kann ich es nicht sagen? Weil dieser Trend, den wir hier betrachten, der ist ja noch gar nicht so alt. Wenn wir uns das ganze Bild mal anschauen, hier mal kurz auf Monatsbasis, wenn wir hier mal den Markt auch reinnehmen, hier schaut euch das mal an. Wir hatten, wenn wir uns das ganze mal auf Monatsbasis anschauen, wir sind ja gerade erst wieder losgelaufen. Ne? Wir hatten hier auf Monatsbasis, es ist jetzt ein Monatschart, den wir haben. Ne? Wir haben hier einen Abwärtstrend gehabt. Das heißt, wir hatten zwischenzeitlich tatsächlich einen Bärenmarkt. Ne? Und der hat hier oben angefangen. Wann war das gewesen? Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Der hat angefangen, jetzt brauche ich mal das Fadenkreuz hier. Das war gewesen, hier drüben war es gewesen. Der hat angefangen 2017. Das heißt, seit 2017 von 2017 von, naja, Oktober 2017 bis Dezember 2018 waren wir im DAX in einem Bärenmarkt, wir hatten Abwärtstrends, ja? Und dieser Markt hat rumgedreht hier drüben im Jahr 2019. Also Weihnachten 2018 fing das so an, aber hier im Jahr 2019 sind wir reingelaufen in einen neuen Bullenmarkt. Und wer sich das mal anschaut, wenn man sich dieses Bild man sieht, wir haben hier lange, lange Zeit einen, einen, einen steigenden Markt gehabt, im großen Bild auch. Hier hat man zwischendrin auch mal eine Phase, die nach unten lief. Ähm, und dann ging es wieder schön nach oben. Das heißt, hier ist schon noch einiges da. Und monatstechnisch sind wir halt auch in einem Aufwärtstrend, der hier unten rauskam. Also in meinen Augen ist da noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Das heißt, wir sind jetzt nicht teuer, weil wir waren ja auch schon mal deutlich höher angestiegen. Das heißt, da ist auch noch einiges an Potenzial das wir im Raum haben definitiv auch mit da also da können wir schon die Long Setups auch noch mit im Auge haben wenn wir aber natürlich auch immer mal wieder Korrekturen sehen das ist ganz klar weil wir schauen jetzt hier im großen Bild auch mal gerade auf einen Wochenchart da kann der Tag äh, auf einen Monatschart da kann der Tag und die Woche doch mal deutlich korrigieren aber in meinen Augen wir sind hier long unterwegs wir sind in einem gesunden aufstrebenden Markt und wenn wir es mal anschauen, auch in diesem Jahr hier schaut, Sie hatten hier einen deutlichen Abwärtstrend bekommen hier, da haben wir ja auch noch mal rumgedreht im März diesen Jahres von oben zack ordentlich nach unten geschoben und jetzt trennten wir wieder hoch seit wie schon gesagt Januar diesen Jahres. Das ist noch nicht so schlimm, dass man sagt die Märkte sind viel zu teuer. Das glaube ich aus meiner Erfahrung her nicht. Wir können natürlich immer tiefer fallen. Ich kann die Märkte ja auch nicht vorhersehen, aber ich persönlich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt direkt wieder irgendwie in einen großen Bärenmarkt fallen. Es sei denn, es passiert wirtschaftlich irgendwas sehr, sehr, sehr Schlimmes. Das zum Dax und jetzt schauen wir noch mal rüber auf den Nikkei, weil Japan ist auch sehr, sehr interessant. Zumal Japan ja auch einiges an Abhängigkeiten beispielsweise von China hat im Bereich von Exporten und wenn sich das Thema Handelsstreit zwischen USA und China auch irgendwann mal wieder ändert, dann wird es in Japan auch ein bisschen besser ausschauen und wir sehen in Japan auch den Aufwärtstrend. Ich ziehe mal ganz kurz den Index hier rüber, JP225 ist das Kürzel und das sehen wir hier an dieser Stelle halt auch. Wir haben einen schönen aufwärts laufenden Markt hier an dieser Stelle. Das heißt hier, ich ziehe mal den Rest jetzt einfach nach hier. Also die letzte Bewegung. Jetzt haben wir hier die Korrektur und wir haben am Freitag ein Umkehrmuster bekommen, was mittlerweile auch schon Bestätigung gefunden hat. Das heißt hier haben wir schön laufend die Korrektur nach unten gehabt. Wir haben gesehen den Abwärtstrend hier auf Stundenbasis und der ist am Freitag rausgenommen worden und jetzt läuft der Aufwärtstrend der Stunde. In Richtung des Aufwärtstrends des Tages und im kurzfristigen Bereich, da gehen wir jetzt mal eben in die Stunde rein, da sehen wir hier im Nikkei, was wir an Potenzial haben. Das heißt, die Korrektur, die war relativ flach. Also wir sind ja, also was heißt relativ flach? Wir sind hier in einen schönen Trendverlauf reingelaufen. Aber sie hat jetzt, wenn man das Ganze mal im großen Bild sieht, den Bewegungstrend nicht kaputt gemacht. Das heißt, hier schön zu sehen. Der Abwärtstrend, den wir hier haben, das heißt, die Skizzierung natürlich auch nochmal, damit wir sehen, wie das Ganze hier nach unten gelaufen ist. Ich mache das mal Mangentafarben, dass wir es, wenn wir es auf dem Tageschart sehen, natürlich auch gut als untergeordnete Zeiteinheit sehen können. Das heißt hier schön der Verlauf des Abwärtstrends. Das heißt, die Korrektur hier in dieser Basis auch schön gesehen hier das letzte Zwischenhoch, also das Korrekturhoch dieses Mangienta markierten Abwärtstrends. Das ist auch da, da sind wir schön tief gelaufen und dann hier Freitag der Ausbruch über das Trend hoch, das Korrektur, der Abwärtstrend wurde gebrochen, dann die Korrektur und nun mittlerweile die Bestätigung. Wir haben im Nikkei in der Stunde einen neuen Aufwärtstrend, der in Richtung des Tagestrends läuft. Und wenn man mal schaut, hier gibt es noch ein Zwischenhoch an dieser Stelle und dann natürlich das aktuelle Hoch, was wir hier drinnen liegen haben. Das gucken wir uns auf Tagesbasis auch gleich nochmal an. Also, hier erst einmal knapp die Marke von 23.580 Zählern. Und dann haben wir hier schon das Trend hoch. Und wenn wir uns das auf Tagesbasis mal anschauen, wenn der Markt es schafft, sich hier drüber fortzusetzen, dann läuft die aktuelle Aufwärtsdynamik weiter. Und die nächsten Anlaufpunkte hier, da sehen wir es dazwischen, ist nichts wirklich, was als Widerstand gelten kann. Das heißt, wir können uns dann auch schon mal darauf anstellen, wenn es weiter positiv läuft, dass wir hier definitiv. Den Bereich dieses Allzeithochs hier knapp, wo haben wir es gesehen? Bei 22.000, nein, bei knapp 70 Zählern. Hier oben das Hoch, hier ist, also ich treffe es jetzt nicht genau, aber dieser Bereich, man sieht es ganz gut. Das wäre die nächste Marke, die wir hier mittelfristig auch sehen. Das heißt, für die kurzfristigen Trader spielt natürlich erstmal die Stunde die Rolle. Hier mit dem Reinlaufen für die, die es mittelfristig traden, sobald sich das Ganze auch fortsetzt. Wir sind ja schon im Lauf hier. Oben drüber über das kleine Zwischenhoch, was wir von diesem Aufwärtstrend gehabt haben, hier oben drüber und dann, wenn es darüber weitergeht, nehmen wir ganz klar auch hier im Nikkei das Allzeithoch mit rein. So, das also zu unseren drei Handelsideen für heute morgen. Und jetzt schaue ich noch mal ganz kurz rein. Wir sehen jetzt hier, ich sehe keine Fragen. Das heißt weder auf GoTo. Ich gucke nochmal mal kurz auf GoTo, ob ich was verpasst habe. Kurzen Augenblick. Äh, nee, ist nicht da. Das heißt, Fragen haben wir heute keine. Dann sage ich an dieser Stelle jetzt danke für die Zeit hier. Heute Morgen allen gute Trades und bis morgen früh um 8.30 Uhr wieder live. Der Blick in die Märkte-Blog gibt es vorher. Ansonsten toi, toi, toi und bis morgen. Bye, bye und tschüss.